Das Spitzenspiel auf dem Außenplatz vom Gustav-Wegener-Stadion ist gerade zu Ende gegangen. Der TSV Sutheim schlägt den FC Eintracht Northeim mit 4:3. Ich habe die beiden Trainer bei mir. Erstmal herzlichen Glückwunsch an den TSV Sutheim. War es das erwartete Spitzenspiel heute? Hat es gehalten, was es versprochen hat? Ja, ich denke mal, man hat schon gesehen, dass hier zwei gute, sehr gute Mannschaften heute aufeinander getroffen sind, die nicht, ohne weiteres dort oben mitspielen. Und es ist ja nur in Northeim und bei uns gleichermaßen so. Ich denke mal, wir haben heute viel, viel Disziplin gezeigt, weil wir 2-0 zurückgelegen haben. Vielleicht war es auch ein bisschen, dass Northeim geglaubt hatte, jetzt das Spiel auf seiner Seite zu verbuchen. Dann sind wir zurückgekommen, sind in Führung gegangen. Dann war es wiederum das erwartet schwere Spiel. Wir haben uns in den letzten 25 Minuten sehr, sehr schwer getan, weil Northeim immer wieder gefährlich gekommen ist. Wir haben auch den Zugriff dann auf einmal verloren, komischerweise nach der Führung, und sind eigentlich durch eine Standardsituation wieder in Führung gekommen. Ich bin natürlich froh. Es ist knapp an Kante gewesen, aber es gehört natürlich zum Fußball dazu. Und da freue ich mich natürlich drauf. Keine Frage. Ja, dann gebe ich die Frage doch mal direkt weiter an den Trainer der unterliegenden Eintracht. Eine frühe 2-0-Führung, dann die Möglichkeit auf 3-0 zu erhöhen. Hat man dann so ein bisschen das Alter gemerkt oder darf das als Ausrede nicht zählen? Dürfen sicherlich, aber nehmen wir nicht als Ausrede, weil letztendlich, trotz des Alters sind es ja ausgebildete Spieler. Das heißt, man muss, und da sind wir leider immer mal wieder rein verfallen, dann tatsächlich das 3 und das eventuell sogar 4-0 machen, wenn man die Möglichkeit hat. Wie gesagt, wenn man eine gewisse Ausbildung in Anführungsstrichen genossen hat, dann sollte man das durchaus durchziehen. Aber, und das ist sicherlich ein Problem, das haben wir letztes Jahr uns im Raum gesehen, dass die Konstanz natürlich eines Jugendlichen nicht für 45 Minuten reicht zum Teil. Und da muss ich sagen, haben sie es uns aber auch echt schwer gemacht, weil sie eine Kampftruppe sind, die wir aber auch vorher wussten und auch so eingeschätzt haben, dass es da wirklich 45 Minuten Konzentration bedarf und nicht 20, 25, 15. Also unabhängig von einem Spielstand 2-0 oder 3-0 ist Sutheim immer in der Lage, auch ein 3-0 noch zu drehen. Und das hat man immer wieder gesehen und sieht man wieder, nicht zuletzt im aktuellen der Bundesliga. Also diese Beispiele sind immer da und da dürfen wir uns nicht drauf ausruhen. Woran wir arbeiten, ist sicherlich die Tatsache, dass wir immer wieder in diese Gefahr laufen, dass bei einer Führung, sei sie 2-0 oder 3-0, glauben, das Ding jetzt auf gut Deutsch schaukeln zu können. Und da müssen wir auf jeden Fall auch noch dran arbeiten. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Ich glaube, unterm Strich der verdiente Sieg, weil wir es letztendlich auch zum Ende hin schon wieder verpasst haben, unsere auch in Unterzahl vorhandenen Möglichkeiten zu machen. Also zwei Kopfbälle, die am Tor vorbeigehen. Eigentlich bist du mit in Unterzahl schon tot. Aber deswegen, wie gesagt, wir haben uns darauf eingestellt, dass es genau dieses Spiel werden würde, dass es hitzig werden würde, dass man da versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren. Aber ich kann nur gratulieren, dass das ist für uns völlig in Ordnung. Wir werden arbeiten und wie sagte Klopp so schön, das Spiel gewinnen wir in unserem Fall oder die Meisterschaft nicht in Sutheim, sondern in den übrigen X-Spielen. Sehr schön. Und als letzte Frage, wie groß ist denn die Sehnsucht nach der Bezirksliga oder sind das nicht diese Partien hier im Kreis, die das Fußballleben als Trainer so schön und schwer machen? Ja, ich denke mal, das sind schon die interessanten Partien. Wobei ich sage, ich mache mir jetzt überhaupt gar keinen Gedanken. Wir haben, 10 Spiele gemacht von 28. Es wird jede Partie, müssen wir bei Null beginnen. Und deswegen kann ich mir überhaupt gar keinen Kopf über die Bezirksliga machen. Ich habe schon mal gesagt, und das gilt nach wie vor, wenn keiner möchte, nehmen wir das Geschenk gerne an. Keine Frage. Nur, ich habe es ja gesehen in der Bezirksliga-Saison, es ist ein dicker Brocken. Wenn wir dort konstant mit dieser Mannschaft spielen, plus 4 gute noch eventuell dazu bekommen, dann kann man, sich dort behaupten. Ansonsten ist es sehr, sehr schwierig. Aus Erfahrung weiß ich das. Das tat mal sehr, sehr, die Erfahrung haben wir gemacht. Es tat sehr, sehr weh. Das ist auch eine schwere Saison für einen Trainer, in dieser Bezirksliga zu spielen. Aber wie gesagt, ich mache mir keine Gedanken. Wir hier und heute und jetzt spielen wir Kreisliga. Wir haben heute ein schweres Spiel gewonnen und schauen auf das nächste Spiel. Und dann, unterhalten wir uns mal im Juni wieder. Gut, vielen Dank. Dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub. Das habe ich gerade mitgekriegt am Rande. Dankeschön. Und dir eine gute Trainingswoche. Und dann sprechen wir uns wieder im Laufe der Saison. Was natürlich wichtig ist, wir können uns darauf nicht ausruhen.